und willkommen. Heute spreche ich mit euch über Sommerbücher, also Bücher, die ihr besonders gut lesen könnt, wenn ihr A, gerade zum Beispiel Sommerferien habt, B, euren Urlaub oder einfach an einem Sommertag im Park oder am See oder sonst wo rumhängt, wo es gerade sonnig und warm ist und man sich eigentlich überhaupt nicht bewegen oder irgendwas machen möchte. Genau dafür sind Sommerbücher da, dass man einfach entspannt und ja, ein Buch liest, was vielleicht auch nicht unbedingt das anstrengendste Buch der Welt ist, sondern vielleicht auch einfach mal eine nette kleine Liebesgeschichte oder irgendwie ein schönes Fantasy-Buch, was man einfach schnell lesen kann, ohne groß nachdenken zu müssen. Das bedeutet nicht, dass alle Bücher jetzt irgendwie super, super einfach sind, die ich euch vorstelle, aber die meisten sind es schon eher. Fangen wir erstmal an mit einem Stapel einzelner Bücher. Also es sind alles Bücher, die nicht zu einer bestimmten Reihe gehören oder die auch nicht irgendwie jetzt geordnet sind nach, das ist ein bestimmter Autor, den ich euch empfehle. Dazu komme ich gleich noch. Diese vier Bücher sind sehr, sehr schön, sehr, sehr unterschiedlich und aus verschiedenen Gründen für mich tolle Sommerbücher. Fangen wir einfach mal mit dem ersten an. Das erste ist Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand von Jonasson. Das Buch ist jetzt schon ein bisschen älter, ist mittlerweile auch die Verfilmung draußen. Trotz allem ist dies ein sehr, 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 sehr schönes Buch. Es ist ein Comedy-Roman, der einfach sehr leicht zu verstehen ist, sehr schön zu lesen, trotzdem ein bisschen Tiefe hat, aber halt einfach Spaß macht zu lesen. Worum geht's bei diesem Buch? Ellen Carson wird gerade 100 Jahre alt, ist im Altersheim und ist eigentlich furchtbar gelangweilt und beschließt an seinem 100. Geburtstag aus dem Altersheim auszubrechen, klettert aus dem Fenster und rennt weg und trifft unterwegs einen Haufen verschiedener, seltsamer Menschen. Zum Beispiel ein Dieb, Räuber, der gerade mehr oder weniger auf der Flucht von der Polizei ist, eine Frau, die einen Elefanten versteckt und einen ganzen Haufen anderer Leute. Zwischendurch geraten die Protagonisten immer wieder in komische Situationen, in seltsame Verstrickungen mit der Mafia unter anderem und es geschieht sogar ein Mord. Was an dem Buch schön ist, ist, dass parallel auch immer das Leben von Ellen Carson erzählt wird, der in seinem Leben sehr, sehr weit rumgekommen ist und dem sehr viele komische Sachen passiert sind. Also unter anderem hat er irgendwie mitgearbeitet an der Entwicklung der Atombombe. Diese ganzen komischen kleinen Verstrickungen sorgen dafür, dass er irgendwie an wichtigen Positionen immer irgendwelche Menschen kennt. Mehr kann ich über das Buch nicht erzählen, sonst verrate ich wahrscheinlich alles. So oder so, man lernt etwas über Geschichte, ohne dass es irgendwie anstrengend wird. Und vor allem ist es halt wirklich ein sehr schöner Comedy-Roman. Und dadurch eine meiner Empfehlungen für den Sommer. Etwas ganz, ganz anderes ist dieses sehr, sehr schöne Fantasy-Buch. Das 10. Königreich von Catherine Weasley, was in Wirklichkeit tatsächlich zwei Autoren sind, die zusammen unter dem Pseudonym das Buch geschrieben haben. Das Buch ist mittlerweile auch schon älter. Das ist sogar schon, oh Gott, ich weiß es gerade gar nicht genau, wann es erschienen ist, um ehrlich zu sein. 2000. Es gibt auch mittlerweile eine Verfilmung des Buches, beziehungsweise es gibt schon sehr, sehr lange eine Verfilmung des Buches, auch Mitte der 2000er Jahre rausgekommen. Was das 10. Königreich macht, ist, dass es die Geschichte von Virginia erzählt, die in New York Kellnerin ist und deren Leben eigentlich mehr oder weniger relativ langweilig ist. Es passiert nicht wirklich irgendwas, bis sie aus Versehen durch ein Portal in den sogenannten 10 Königreichen landet. Die 10 Königreiche sind im Endeffekt Königreiche, die man aus Grimms Märchen kennt. Das Königreich von Rotkäppchen, von Schneewittchen, von Dornröschen, von Cinderella, von all diesen Prinzessinnen, die wir auch aus den Disney-Filmen kennen. Und das 10. Königreich wird gerade bedroht von einer Herrscherin, die versucht nach und nach die Königreiche zu erobern, wie das halt häufig so ist. Und Virginia muss sich jetzt nun mit verschiedenen Gefährten versuchen, gegen böse Trolle zum Beispiel zu stellen. Die Geschichte ist sehr, sehr schön erzählt. Im Endeffekt, man erfährt immer nur nebenbei irgendwas über, was ist quasi aus den Prinzessinnen geworden, nachdem das Happy End passiert ist.
wie sieht's aus, nachdem Schneewittchen angefangen hat zu herrschen, was passiert da. Es sind noch nicht mal mehr alle von den Prinzessinnen am Leben, manche von denen sind auch mittlerweile unter irgendwelchen Umständen gestorben. Teilweise beherrschen jetzt halt mittlerweile die Nachfahren über das Königreich. Bei Schneewittchen ist es zum Beispiel der Enkel, um den es geht. Und es geht gar nicht so sehr darum, die eigentlichen Märchen nochmal neu zu erzählen, sondern einfach in dieser Märchenwelt eine Geschichte zu erzählen. Das Ganze ist sehr, sehr schön. Man hat immer so ein, man springt zwischendurch auch ein bisschen zwischen, was passiert in New York und was passiert währenddessen in den 10 Königreichen. Es ist sehr witzig, sehr leicht zu lesen. Es sind knapp 500 Seiten, aber wenn man jetzt den Sommer über Zeit hat, ist das auch jetzt nichts, was nicht schaffbar ist zu lesen. Aus einer ganz, ganz anderen Richtung und wahrscheinlich auch schon von vielen gelesen ist Looking for Alaska von John Green. Im Deutschen heißt es Eine wie Alaska. Was vielleicht sogar tatsächlich fast schon so eine Anti-Sommer-Geschichte ist. Erzählt über mehrere Jugendliche, die zusammen ein Internat besuchen und mehr oder weniger erzählt die ganze Zeit der Protagonist, wie sein Leben da verläuft, wie er sich langsam in ein Mädchen namens Alaska verliebt, die so ein bisschen abgedreht ist, wie jedes Mädchen in John Green Büchern, in die sich irgendwer verliebt. Sie steht auf, sie sammelt Bücher, sie hat irgendwie hunderte von Büchern, die sie auf irgendwelchen Flohmärkten gerettet hat, in ihrem Internatszimmer. Erzählt die ganze Zeit von Romanfiguren, die sie liebt und irgendwelchen Autoren, die sie begeistern, während der Protagonist mehr oder weniger die ganze Zeit nur Biografien liest und sich nach und nach halt immer weiter in Alaska verliebt. Und dann passiert ein schlimmer Unfall, der das Leben aller Personen irgendwie auf den Kopf stellt. Und der Protagonist versucht herauszufinden, warum es zu diesem Unfall gekommen ist, was genau passiert ist und ja, was die Umstände sind. Das Buch ist sehr, sehr kurz, mit ungefähr 200 Seiten. Es ist super einfach zu lesen. Ich habe die englische Variante gelesen. Das war sehr gut verständlich und sehr einfach. Mittlerweile gibt es das Buch auch auf Deutsch. Und wenn man John Green ohnehin schon mag, finde ich, ist das sogar eins seiner stärksten Bücher. Das vierte Buch ist Wenn der Sommer endet, was auch eher in diese düstere Richtung geht. Es ist das erste Buch, wenn ich es richtig sehe, von Moira Foyle Doyle. Im Englischen heißt es The Accident Season, was ein bisschen besserer Titel ist als Wenn der Sommer endet, weil es auch mehr erklärt, worum es in dem Roman eigentlich geht. Aber egal. Das Buch erzählt von Kara und ihrer Familie und immer, wenn der Sommer zu Ende geht, passieren seltsame Unfälle. Irgendwem in der Familie passiert immer irgendwas, es ist alles irgendwie schrecklich und schlimm, Menschen verletzen sich, Menschen sterben teilweise sogar. Keiner weiß so genau, warum. Und während Kara immer wieder versucht, dem Ganzen auf den Grund zu gehen, versucht herauszufinden, warum denn irgendwelche komischen Unfälle in ihrer Familie passieren, versucht ihre Schwester Alice mehr oder weniger einfach zu leugnen, dass das Ganze passiert. Das Buch erzählt von den unterschiedlichen Dingen, die der Familie zustoßen. Und wir begleiten Kara im Endeffekt einen Herbst lang oder ein Ende des Sommers lang, während diese Unfälle passieren und erfahren halt, was passiert. Und man weiß nicht genau, ob sie zwischendurch sich Dinge einbildet oder ob sie tatsächlich sowas wie Geister sehen kann. Das ist auch alles so ein bisschen angedeutet. Das ist alles, man weiß nicht so wirklich, ob komische Sachen passieren oder ob es halt mehr oder weniger so ist, dass die Familie einfach Pech hat und sich deswegen einbildet, einen Familienfluch zu haben. Was ihr auf keinen Fall machen solltet, ist den Klappentext lesen. Der Klappentext spoilert euch nämlich. Alles, was in dem Klappentext steht, passiert quasi mehr oder weniger gegen Ende des Buches und man liest sich den Text durch und wenn man anfängt, das Buch zu lesen, denkt man, was passiert hier? Wieso sollen die Personen irgendwie was mit irgendwelche Liebesbeziehungen haben? Das macht alles gar keinen Sinn. Also lest euch auf keinen Fall den Klappentext durch. Oh, Punkt. Gehen wir jetzt über zu Reihen- bzw. Autorenempfehlungen. Erstmal zu den Autorenempfehlungen. Beziehungsweise ist es im Endeffekt
ein Autor, den ich euch empfehlen möchte, der sehr, 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 sehr schöne Bücher liest. Und falls ihr von ihm noch nichts gelesen habt oder beziehungsweise von ihr, dann... und zwar handelt es sich um Rainbow Rowell. Und vermutlich hat mittlerweile ungefähr jeder Mensch, der Bücher auf Englisch liest, schon irgendwas von ihr mindestens gehört. Wenn ihr auf Instagram zum Beispiel rumhängt, könnt ihr nicht um diese Autorin rumkommen, weil ungefähr jeder Mensch immer über sie irgendwas schreibt. Im Deutschen sind noch gar nicht so viele von ihren Büchern erschienen und auch unter meiner Meinung nach ein bisschen komischen Titeln. Deswegen spreche ich jetzt einfach über zwei Bücher, die ich im Englischen gelesen habe. Ich weiß auch nicht genau, wie die Titel auf Deutsch heißen. Das erste ist Fangirl. Fangirl erzählt die Geschichte von einem Mädchen, die gerade anfängt an der Uni zu studieren. Die ist super, super schüchtern. Sie hat wirklich Probleme, mit anderen Menschen zu reden. Unter anderem geht sie einfach ungefähr 2 Monate lang nicht in die Kantine, weil sie nicht weiß, wo sie ist und sich nicht traut, irgendwen zu fragen. Nebenbei hat sie aber so eine Art Internetruhm dadurch erlangt, dass sie über eine Art, ja, sagen wir mal, Harry Potter-Geschichte einen Fanfiction geschrieben hat, wo es darum geht, dass die beiden Protagonisten sich mehr oder weniger näher kommen. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die dieses Buch wirklich lieben und es mehr oder weniger als 8. Band der Reihe wahrnehmen. Und jetzt soll tatsächlich aber zu dieser Harry Potter-Reihe der letzte Band erscheinen und sie möchte unbedingt ihre Fanfiction zu Ende schreiben, bevor das neue Buch rauskommt und bevor sie dadurch irgendwie beeinflusst wird. Gleichzeitig muss sie halt auch irgendwie zusehen, dass sie in der normalen Welt zurechtkommt und irgendwie mit Menschen um sich herum interagiert, obwohl sie nicht gerne mit Menschen interagiert und eigentlich lieber in ihrem Zimmer sitzen und lesen würde oder schreiben. Eins von beiden, am besten beides gleichzeitig. Carry On wiederum ist ein bisschen später erschienen und erzählt mehr oder weniger die Fanfiction, die in Fangirl geschrieben wird, nämlich über Simon Snow, den auserwählten Schüler, der den bösen Magier stürzen soll und dabei feststellt, dass sein größter Feind vielleicht die Person ist, mit der er sein Leben verbringen möchte. So viel vorweg, wenn er nicht mehr erzählt, erzählt man zu viel über den Plot-Twist und alle Dinge, die passieren. Eigentlich ist die Reihenfolge, in der die Bücher erschienen sind, Fangirl und danach Carry On. Ich habe als erstes Carry On gelesen und dann Fangirl, weil viel von dem, was in Fangirl passiert wird, über die Fanfiction, wahrscheinlich eher irgendwie störend ist und die Handlung aufhält, wenn man Fangirl zunächst liest. Und wenn man zunächst Carry On liest und dann Fangirl, liest sich Fangirl als eine Art Making-of des Buches. Und das ist sehr schön und macht sehr viel Spaß. Beide Bücher kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Die sehen sehr, sehr dick aus, sind aber tatsächlich okay. Also sind beides 500 Seiten und jetzt auch in den letzten Jahren erschienen. Es gibt leider immer noch keine deutsche Fassung von den beiden Büchern, deswegen lest die auf Englisch, sind nicht schwer und es macht Spaß. Das war leider meine einzige Autorenempfehlung. Eigentlich ist es auch mehr oder weniger eine Reihe. Aber egal, lest irgendwas von Rainbow. Es ist sehr, sehr entspannt und sehr, sehr schön. Es ist leicht zu lesen und es macht einfach Spaß. Was auch Spaß gemacht hat zu lesen und wirklich fast schon ein bisschen zu simpel ist, ist die To All the Boys I Loved Before-Reihe von Jenny Hahn. Das beides sind bisher 2 Bücher. Ein drittes Buch ist mittlerweile für Anfang 2017 angekündigt. To All the Boys I Loved Before und P.S. I Still Love You erzählen beide von Laura Jane. Laura Jane hat ein Ding dafür, sich sehr schnell in irgendwelche Jungs in ihrer Umgebung zu verlieben, aber auch genauso schnell ungefähr sich wieder zu entlieben. Und jedes Mal, wenn dieser Punkt erreicht ist, dass sie sich entliebt, schreibt sie einen wundervollen, schönen Liebesbrief an den jeweiligen Jungen, adressiert ihn und packt ihn in eine Hutschachtel, um ihn niemals wieder rauszunehmen und ihn niemals irgendwem zu zeigen, besonders nicht den Jungs, in die sie sich verliebt hat. Jetzt räumt ihr Vater aber irgendwie das ganze Haus auf, möchte Frühjahrsputz machen und ihre Hutschachtel und die ganzen Briefe sind plötzlich verschwunden. Noch schlimmer, die Briefe wurden abgeschickt und
die Jungs, die die Briefe bekommen haben, sprechen sie nach und nach darauf an. Da ist zum Beispiel dann ein Junge, bei dem sich rausstellt, dass er eigentlich, nicht auf Mädchen steht. Unter anderem ihr bester Freund und der beliebteste Junge der Schule. Und ausgerechnet der beliebteste Junge der Schule hat sich gerade von seiner Freundin getrennt und möchte sie eigentlich zurückbekommen oder sie zumindest sehr, sehr eifersüchtig machen. Schließt also mit Lara Jane den Pakt. Ich tue so, als wäre ich mit dir zusammen, du tust so, als wärst du mit mir zusammen und dadurch mache ich meine Ex-Freundin und du den Jungen, auf den du eigentlich stehst, eifersüchtig und hinterher kommen alle mit den Personen zusammen, mit denen sie zusammenkommen wollen. Das ist im Endeffekt eine normale Teenie-Liebeskomödie, wie wir sie auch schon häufiger in Filmen gesehen haben. Natürlich funktioniert alles nicht so, wie sie sich beiden das sich ausdenken. Und natürlich wird nicht die jeweilige Person eifersüchtig, die eifersüchtig werden soll, sondern jemand anders oder Leute verlieben sich ineinander, die sich nicht ineinander verlieben sollen. Was halt so passiert, wenn man gerade 18 wird und zur Highschool geht. Und weil alles so kompliziert im ersten Band schon verläuft, gibt es einen zweiten Band, der erzählt, was danach passiert. Die beiden Bücher sind sehr, 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 sehr einfach geschrieben und sehr, sehr simpel zu lesen. Es gibt auch noch keine deutsche Fassung, sondern halt nur diese englische, die halt wirklich gut zu lesen ist. Und insgesamt sind das, glaube ich, um die 600 Seiten oder so, 700, die ihr lesen solltet. Das ist super, super schön, um einfach am Pool rumzuhängen und sich entspannt einfach eine Geschichte durchzulesen. Wenn ihr partout keine Lust habt, irgendwas zu lesen, was nur relativ kurz ist, weil ihr tatsächlich 6 Wochen rumbekommen möchtet und sehr viel lest, habe ich 2 Fantasy-Reihen, über die ich nochmal gerne reden möchte, über die ich schon eigentlich viel zu viel gesprochen habe. Das eine sind die Luna-Chroniken, die es auch mittlerweile in der deutschen Übersetzung gibt und die tatsächlich sehr viel Lesestoff bieten für einen ganzen Sommer. Es sind 4 einzelne Bücher von Novissa Meyer und wie gesagt, mittlerweile alle komplett auch auf Deutsch erschienen. Ich glaube, die ersten Bücher erscheinen auch gerade als Taschenbücher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe die gebundene Fassung und es gibt auf jeden Fall auch ein E-Book, falls gesagt, ich fahre in Urlaub und ich möchte nicht 4 Bücher mit mir rumschleppen, könnt ihr das Ganze auch als E-Book runterladen. Worum es in diesen Büchern geht, ist jeweils eine, oder mehr oder weniger als Grundlage, immer eine Nacherzählung eines Märchens. Aber es wird nicht einfach nur ein Märchen 1:1 nacherzählt, sondern es werden bestimmte Themen genommen und in die komplette Rahmenhandlung der Bücher eingebunden. Dabei spielen die ganzen Bücher alle in der Zukunft. Mittlerweile gibt es Roboter, es gibt Cyborgs auf der Erde, die aber mehr oder weniger sehr stark diskriminiert werden. Es gibt verschiedene Herrscher, die über bestimmte Teile der Erde herrschen. Mittlerweile gibt es quasi mehr oder weniger ein großes asiatisches Reich. Es gibt Teile von Afrika, die noch besiedelt sind, aber es gibt viele, viele Gerüchte, dass dort sehr, sehr viele Menschen an einer komischen Krankheit erkrankt sind. Was in Australien passiert, erfährt man nur so am Rande und den USA geht's gut. Und Europa wird auch mehr oder weniger von ein paar einzelnen Herrschern beherrscht, aber es gibt kaum noch normale Länderstrukturen. So viel vorweg. Und dazu kommt, dass es halt einen tödlichen Virus gibt, der nach und nach Menschen auf der Erde tötet. Keiner weiß genau warum. Und keiner weiß, wie man diesen bekämpfen kann. Die einzigen, die dagegen scheinbar immun sind, sind die sogenannten Lunarier. Das sind Leute, die vor mehreren hundert Jahren auf den Mond ausgewandert sind, da riesige Kuppeln gebaut haben und jetzt auf dem Mond leben und ja, dort halt leben. Und angeblich sowas wie magische Fähigkeiten haben. Das ist so dass die Welt, in der das Ganze angesiedelt ist, die auch über 4 Bände immer wieder beschrieben wird und in der das Ganze spielt. Der erste Band erzählt jetzt die Geschichte von Cinder, die bei ihrer Stiefmutter lebt und ihren beiden Stiefschwestern, die den ganzen Tag arbeiten muss, die halb Cyborg, halb Mensch ist und dadurch ohnehin so ein bisschen ausgestoßen ist von der Gesellschaft und die von ihren
Stiefschwestern und ihrer Stiefmutter auch noch zusätzlich die ganze Zeit getriezt wird und ja, mehr oder weniger ein Aschenputtelleben führt, bis sie zufällig den Prinzen und Thronfolger des Landes kennenlernt, Prinz Kai, der sie auch noch ausgerechnet auf den Ball einlädt. Und damit beginnt dann auch die ganze Reihe und die Geschichte von Aschenputtel mehr oder weniger, die sich dann nach und nach durch Raumschlachten und Kämpfe und Revolutionen schlagen muss. Wenn man das Buch anfängt zu lesen, hat man nicht das Gefühl, dass das Buch wirklich sich so tief weiterentwickelt, wie es dann tut. Im ersten Moment wirkt es halt wirklich, oh, ja, okay, das ist jetzt Aschenputtel und man hat jetzt hier Cinderella und oh, sie wird zum Ball eingeladen, wahrscheinlich kriegt sie jetzt irgendwie ein ganz tolles Kleid, geht auf den Ball, der Prinz verliebt sich und beide werden glücklich. Das passiert nicht. Stattdessen passieren halt wirklich Raumschlachten und Verschwörungen und eine ganze Revolution und ganz viele schlimme Verstrickungen. Der zweite Band erzählt mehr oder weniger dann die Geschichte von Rotkäppchen und dem bösen Wolf, aber immer noch als Fortsetzung des ersten Buches. Im dritten Teil geht es dann um Rapunzel und Band 4 ist Schneewittchen und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie sie diese Geschichte irgendwie einbinden wollen, aber es macht tatsächlich Sinn, wenn man das Buch liest. Was so ein bisschen schwierig an der Reihe ist, ist, dass es ist eine sehr, sehr fantastische Fantasy-Reihe. Es ist sehr, sehr gut geschrieben, es ist sehr, sehr toll und es ist wirklich vergleichbar mit sowas wie Harry Potter. Es ist eine ganz, 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 ganz tolle, fantastische Reihe. Im ersten Moment liest man jedoch halt den Klappentext und denkt sich, okay, das ist jetzt also ein Märchen, das nacherzählt wird. Und man kann auch gar nicht zusammenfassen, wie toll dieses Buch wirklich ist, ohne alles, was im Buch passiert, vorwegzunehmen. Das macht so ein bisschen schwierig, immer das zu rezensieren. Aber es ist eine ganz, 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 ganz tolle Reihe. Es hat ein sehr, sehr schönes Artwork. Ich finde tatsächlich auch die deutschen Cover ein bisschen hübscher als die Originalcover, weil man einfach sehr, sehr minimalistisch gehalten ist. Falls ihr die englischen Cover kennt, die sind sehr, sehr bunt und gefallen mir daher nicht so sehr. Aber egal. Worum es halt wirklich geht, das ist hier eine wirklich, wirklich sehr, sehr schöne Reihe. Es ist wirklich viel Lesestoff. Der erste Band hat, keine Ahnung, 300 Seiten und es geht halt hoch bis zu über 800, 900, ja, knapp 900 Seiten. Es ist wirklich viel, viel Lesestoff und es ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Und die Bücher solltet ihr wirklich lesen. Es gibt mittlerweile sogar noch zwei zusätzliche Bücher, die die Vorgeschichte der bösen Königin erzählen. Und eine Sammlung von Kurzgeschichten. Wirklich, wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Meine letzte Empfehlung ist eigentlich eine, bei der man schon fast sagen kann, wieso empfiehlst du das überhaupt noch? Das ist klar. Aber was wirklich sehr, sehr schön ist und was man immer, immer, immer im Sommer lesen kann, sind die Harry Potter Bücher, die es auch mittlerweile, falls ihr sie bisher nur auf Deutsch gelesen habt, in einer sehr, sehr schönen neuen Ausgabe auf Englisch gibt. Und wenn ihr diesen Schuber komplett zusammenkauft, gibt es immer wieder Angebote, wo alle Bücher zusammen ungefähr 50 oder 40 bis 50 Euro kosten, was sehr, sehr günstig für eine komplette Buchreihe ist. Und dazu kommt, dass es halt einfach, ich glaube, man sieht das gar nicht so toll und ich muss davon noch ein Foto machen, aber dieser Schuber hat nochmal so eine Illustration von Hogwarts drauf und die Bücher an sich haben auch nochmal alle sehr, sehr schöne neue Cover bekommen, die halt einfach sehr, sehr schöne Illustrationen haben, sehr, sehr hübsch gestaltet sind und vor allem ist es Harry Potter. Man kann Harry Potter ungefähr 200.000 Mal lesen und wenn ihr es bisher nur auf Deutsch gelesen habt, warum nicht den Sommer nutzen, um nochmal auf Englisch damit anzufangen. Ich hoffe, dass euch irgendwas von den Büchern gefällt und dass ihr was mit den Tipps anfangen könnt. Wie gesagt, es gibt halt leider manche von den Büchern noch nicht auf Deutsch, was ich sehr, sehr schade finde. Aber gerade bei Büchern ist es halt immer so ein bisschen, selbst wenn die Bücher im Ausland erfolgreich sind, muss es ja nicht heißen, dass sie ins Deutsch übersetzt werden. Und wenn, dann dauert es halt teilweise einfach sehr lange, weil es natürlich auch ein sehr aufwendiger Prozess ist, ein komplettes Buch zu übersetzen. Dennoch
wenn ihr Lust habt, gebt den Büchern auch auf Englisch eine Chance. Es ist nicht so hart, also die Bücher sind wirklich nicht sehr hart geschrieben. Und gerade To All the Boys I Loved Before ist sehr, sehr simpel, sehr, sehr schön. Eine sehr, sehr leichte Jugendsprache, die man wirklich gut lesen kann und die einfach auch Spaß macht. Und wenn ihr gerade Sommerferien habt, könnt ihr tatsächlich auch dadurch was für eure englische Sprache tun. Yay! Wer möchte nicht gleichzeitig in den Sommerferien lernen? So oder so, vielen Dank, dass ihr das Video geguckt habt. Unten in den Links sind auch nochmal alle Bücher aufgelistet. Und wenn ihr noch mehr über Bücher erfahren wollt, besucht bitte einfach meinen Blog, der ist unten auch nochmal verlinkt, oder gebt einfach bei Google Cho Jane Wonderland an. Ich freue mich über jeden von euren Besuchen. Tschüss!